Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu dieser Lokalzeit extra live aus Bottrop an diesem Tag, ja, für die Geschichtsbücher. Die deutsche Steinkohle verabschiedet sich. Wir sind live am Schacht hier auf Prosper Haniel, wo in wenigen Minuten das letzte Stück Kohle übergeben werden wird an den Bundespräsidenten, an Frank-Walter Steinmeier. Der Festakt dazu hat vor wenigen Sekunden begonnen. Peter Schrimpf, der Vorstandsvorsitzende des RAG-Konzerns, begrüßt die Gäste und wir hören kurz rein. In Stolz und Würde vom heimischen Steinkohlenbergbau Abschied zu nehmen. Für diese besondere Ehre ist Ihnen unser aller Dank gewiss. Ein ebenso herzlicher Dank gilt auch der Vielzahl weiterer Persönlichkeiten, die uns zum Abschied die Ehre erweisen. Stellvertretend für alle, die sich große Verdienste für den deutschen Steinkohlenbergbau erworben haben, seien an dieser Stelle genannt der Ehrenvorsitzende der RAG, des RAG-Aufsichtsrates und der Architekt des Stiftungsmodells, Herr Dr. Werner Müller, sowie der Vorsitzende der IGBCE. Sowie der Vorsitzende der IGBCE, Herr Michael Vassiliadis. Herzlich willkommen. Ebenso herzlich begrüße ich an meiner Seite den Vorstandsvorsitzenden der RAG-Stiftung, Herrn Bernd Tönjes, und die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Betriebsräte im RAG-Konzern, Frau Barbara Schlüter. Es wäre mir ein großes Anliegen, an dieser Stelle noch viele weitere Gäste namentlich zu begrüßen. Mit Blick auf die besondere Situation hier am Schacht und der später folgende Begrüßung durch Herrn Tönjes werde ich hiervon aber jetzt absehen. Sehr geehrte Damen, Begrüßungsworten hier beim Festakt auf Prosper Haniel und der Blick auf die Gästeliste heute, der zeigt sehr deutlich, welchen Wert, welchen Stellenwert dieser Tag hat. Ich habe den Bundespräsidenten erwähnt, Frank-Walter Steinmeier ist hier, Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Kommission und der Ministerpräsident Armin Laschet auch, den wir kurz vor Beginn des Festaktes fragen konnten, mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen er sich auf den Weg gemacht hat hierher nach Bottrop. Heute ein bewegender Tag, auch ein trauriger Tag, weil jetzt wirklich Schicht im Schacht ist. Und wenn man den eigenen Vater darüber hat erzählen hören, wie das denn so war unter Tage, dann verbindet man natürlich nochmal ganz anders etwas mit den Bergleuten und allem, was damit zusammenhängt. Hier kommt etwas zu Ende, von dem man sich gewünscht hätte, dass es länger andauern würde. Wir wussten alle, dass dieser Tag kommt. Und dann ist er urplötzlich da. Und dann mischen sich die Gefühle. Auch für mich, weil ich bin Sohn eines Stahlarbeiters. Ich war bei so vielen Werksschließungen in Luxemburg dabei. Und jetzt heute hier, bringt mich zurück in die Zeit, ich sage nicht gern der Niedergänge, aber der epochalen Wechsel. Ja, es ist ein Tag des Wehmut, auch der Trauer. Unsere Organisation hat über viele Jahrzehnte nicht nur viele Mitglieder im Bergbau gehabt, sondern das hat natürlich auch unsere Gewerkschaft sehr geprägt. Aber wir sind auch stolz und das auch mit unseren Mitgliedern, dass wir es geschafft haben, dass unser Versprechen gehalten worden ist. Wir haben 600.000 Mitglieder am Ende, weil alle Mitglied waren bei uns, 100% Organisationsgrad, 600.000 Menschen abgebaut, ohne dass einer gekündigt worden ist. Tja, Wehmut, Stolz, aber auch Dank schwingt hier mit. Professor Christian Melchers ist jetzt bei mir von der Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum, Bergbauexperte. Welches Gefühl nehmen Sie hier besonders wahr? Was prägt die Stimmung hier aus Ihrer Sicht? Ja, erstmal ein recht herzliches Glück auf. Ja, die Stimmung ist doch gedrückt. Man nimmt das wahr, dass jetzt tatsächlich der Abschied ansteht. Schauen wir auf die Örtlichkeiten, schauen wir auf den Ort, an dem wir uns hier befinden. Wir sind am Schacht auf Prosper Haniel. Wir sehen hier Aufnahmen des Bergwerks. Warum ist dieses das letzte in einer Reihe vieler, vieler Bergwerke und Zechen, das jetzt geschlossen wird heute? Ja, in der Tat ist es das letzte Bergwerk, eins der beiden letzten in Deutschland. Wir haben ja noch den Standort in Ebenbüren. Wir haben gerade gesehen, einige übertägige Anlagen. Das Bergwerk selbst ist viel, viel größer und
Wir haben hier eine besondere geologische Situation. Wir haben hier ein sehr mächtiges Flöz, was fürs Ruhrgebiet mit 3 Metern eine tolle Mächtigkeit hat. Diese technische Infrastruktur im Bergwerk hat dazu beigetragen, dass es in der Tat eines der letzten Standorte in Deutschland ist. Und jetzt ist aber hier schon seit einiger Zeit nicht mehr wirklich gefördert worden auf Prosper-Haniel. Was war der Grund dafür? Ja, die Bergleute waren wie immer schneller, als wir das gedacht haben. Mitte des Jahres war die Kohle schon produziert, die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. Das heißt, seit Mitte des Jahres wird hier schon geraubt und der Standort für die Ewigkeit vorbereitet. Das heißt also, die Motivation war tatsächlich sehr, sehr hoch bei den Bergleuten bis in die letzten Tage, in die letzten Wochen, jetzt hinein. Wenn wir den Stellenwert des Bergbaus insgesamt uns mal anschauen, wir haben Zahlen vorbereitet, die nochmal dokumentieren, wie die Entwicklung war in den vergangenen 50 Jahren, was Fördermengen angeht und auch Beschäftigte mit Blick auf das Revier hier. 1957 beginnend, da sehen wir es, haben wir also eine Fördermenge von 123 Millionen Tonnen und fast 500.000 Beschäftigte. Und ja, dann gehen die Kurven in eine deutliche Richtung. Ja, man sieht das da sehr schön. In der Tat 1957 noch über 600.000 Beschäftigte im Bergbau. Eine Wahnsinnsproduktion. Und dann ging es im Endeffekt, das beschreibt den langen Abschied von der Kohle. 1968 wurde die RAG gegründet, der operative Bereich. Auch der feiert 50-jähriges Jubiläum, was natürlich in Anbetracht der endgültigen Schließung völlig untergeht. Die RAG hatte die Aufgabe, die Förderung an den Absatz anzupassen. Das heißt, wir haben einen ganz langen Abschied hinter uns und das ist heute der letzte Akt. Das heißt, das ist sozusagen dann der Tag der Tage nach vielen Jahrzehnten, vielen Jahren dieser Entwicklung, die wir gesehen haben und ein Tag, der natürlich schmerzt, vor allem bei den Bergleuten, bei denen, die unter Tage waren oder jetzt bis zuletzt unter Tage noch gewesen sind und die heute natürlich sehr schmerzhaften Abschied erleben. Das kannst du mit dem schönsten Mädchen im Bett nicht erleben, dass dieses wahnsinnige Zusammengehörigkeitsgefühl der Bergleute untereinander. Wir packen da alle mit an und sehen zu, dass das alles über die Bühne geht. Also Kameradschaft wird ganz groß geschrieben. Ich kann nicht so gut durchbrechen. Irgendwie unter Tage komme ich mit meinen Strebmeister, Vorgesetzten und deutschen Kollegen gut klar. Unter Tage habe ich mich immer wie zu Hause gefühlt. Ich bin stolz auf Nilan, dass er wirklich an meiner Seite war hier bis zum Ende. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, stolz, auch ein ganz prägendes Gefühl natürlich. Die bergmännischen Tugenden, Kameradschaft, Loyalität, Treue. Ist das etwas aus Ihrer Sicht, was auch die Zeit nach dem Bergbau noch mitprägen kann hier in der Region? Ich würde mir das sehr wünschen, weil es dringend erforderlich ist. Und Sie haben es gerade gesagt, Zuverlässigkeit, Verantwortung sind die Tugenden, die seit alters her den Bergbau auszeichnet. Und dieses Versprechen gilt auch für die Zukunft. Das heißt, das sind Tugenden, die natürlich bewahrenswert sind. Solidarität, ein großes Stichwort auch dabei. Und da gab es eine ganz tolle Idee einer Lokalzeit-Zuschauerin, die sich gemeldet hat und gesagt hat, Mensch, wir müssen auch ein Zeichen setzen. Wir alle, egal ob wir aktiv waren im Bergbau oder nicht. Fast jede Familie hat ja Wurzeln, die auch bis in den Bergbau reichen, hier in der Region. Und die Idee war, doch ein Licht zu zünden in der Nacht. Wir sagen Tschüss mit einem Licht bei der Nacht. Fenster dekoriert als Zeichen der Anteilnahme, als Zeichen der Solidarität mit dem Bergbau im Hinblick auf den heutigen Tag, auf den 21.12.2018. Ein schmerzhafter Tag, ein Tag des Abschieds. Das letzte deutsche Steinkohlebergwerk wird heute geschlossen. Es ist so, dass der Festakt drüben mit der Begrüßungsrede von Peter Schrimpf noch läuft. Und dann gleich wird das letzte Stück Kohle überreicht an den Bundespräsidenten. In wenigen Sekunden wird es so sein. Und wir sind wenige Meter nur entfernt von dem Schacht, wo der Förderkorb dann gleich nach oben gezogen werden wird über Tage. Und wir schauen jetzt rein in den Festakt, sind live dabei. Solidarität, die eigenen Interessen dem Wohl aller unterzuordnen und trotzdem bis zum Schluss vollen Einsatz zu zeigen, ist einzigartig und kann vielerorts als gutes Beispiel dienen. Als Vorstandsvorsitzender kann ich nur sagen, dass ich mir niemals eine bessere Mannschaft hätte vorstellen können und dass ich stolz darauf bin, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Applaus
Hochverehrter Herr Bundespräsident, verehrte Frau Büdenbender, sehr geehrter Herr Präsident Juncker, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren. Das Ende des aktiven Steinkohlenbergbaus markiert einen tiefen Einschnitt für die Kohleregion und die dort lebenden Menschen, für die RAG-Aktiengesellschaft und insbesondere natürlich für ihre Mitarbeiter. Doch auch wenn wir die Förderung heute einstellen, bleiben wir Stadt und Land weiterhin ein verlässlicher Partner und werden den Wandel in den Kohleregionen weiter begleiten. Damit dort neues Leben Einzug halten kann, wo Bergleute einst Kohle förderten. Ebenso tragen wir auch künftig Sorge für das historische Erbe des deutschen Steinkohlenbergbaus. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass von der Kultur der Bergleute mit ihren Tugenden, Werten und Traditionen auch kommende Generationen profitieren können. Denn nur wer weiß, woher er kommt, kann Gegenwart und Zukunft bestmöglich gestalten. In diesem Sinn haben wir auch niemals vergessen, was uns Bergleute auszeichnet und worauf es unserer Meinung nach im Berufsleben ankommt. Auf Verantwortung, auf Verlässlichkeit. Tja, viele bedrückte Gesichter sehen wir bei den Begrüßungsworten, bei der Rede von Peter Schrimpf, dem Vorstandsvorsitzenden des RAG-Konzerns, hier beim Festakt zur Schließung von Prosper Hahn, in dem letzten Tag sozusagen in der Geschichte des deutschen Steinkohlebergbaus, der nicht nur die Region geprägt hat, sondern auch das ganze Land mitgefördert hat. Professor Melchers, wenn wir mal auf die Bedeutung schauen in den vergangenen Jahrzehnten, wie wichtig war es für die gesamtdeutsche Entwicklung, für die wirtschaftliche Entwicklung, was hier unter Tage geleistet wurde? Ja, von besonderer Bedeutung. Ohne die Kohle wäre die Industrialisierung nicht möglich gewesen. Kohle und Stahl war der Schlüssel für die Erfolgsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Und letztendlich ist die Kohle auch der Begründer der Europäischen Union. Die Kohleunion sind die Vorläufer der Europäischen Union. Und insofern kann man das gar nicht hoch genug schätzen, was die Kohle für Deutschland, ja für Europa geleistet hat. Wir sehen hier Bilder unter Tage aufgenommen von den Arbeiten dort. Haben Sie das Gefühl, dass, was Sie gerade beschrieben haben, also diese Bedeutung des Bergbaus, dass das ausreichend wertgeschätzt wird, dass das auch noch ausreichend in Erinnerung ist? Ja, zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht mehr in dem Maße, wie man sich das wünschen würde, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass wir auf einem langen Weg des Abschiedes sind und das im Endeffekt gar nicht mehr so präsent ist in unserer Gesellschaft und in den Köpfen, was die Kohle für unser Land geleistet hat. Ja, da hilft es natürlich auch an Tagen wie heute zurückzuschauen und wirklich zu erinnern an das, was die Bergleute unter Tage geleistet haben, insgesamt in den vergangenen Jahrzehnten. Wenn wir darauf schauen, was jetzt den Abschied angeht über die Jahrzehnte, die Sie angesprochen haben, war das die richtige Strategie aus Ihrer Sicht, das wirklich über einen langen Zeitraum zu strecken und auf diese Art und Weise zu machen? Ich bin der festen Überzeugung, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist. Durch diese lange Zeit bestand die Möglichkeit, dass diese Region sich eben aus dieser ökologischen und insbesondere ökonomischen Leitkultur hat raus entwickeln können. Wir haben zur Gründung der RAG im Jahr 1968 noch über 250.000 beschäftigte Bergleute gehabt. Wenn man zu dem Zeitpunkt die deutsche Steinkohle abgewickelt hätte, hätte die Region das sicherlich nicht verkraften können. Und durch diesen langen Abschied haben wir im Endeffekt eine Erfolgsgeschichte schreiben können. Und der Strukturwandel braucht vor allem Zeit. Und wenn wir jetzt ins südliche Revier gucken, dann sehen wir, dass diese Städte, die ja schon 30, 50 Jahre ohne Bergbau leben, wesentliche Schritte gemacht haben, um auch in eine erfolgreiche Zukunft blicken zu können. Ist auch im Vergleich zu anderen Ländern sicherlich nochmal erwähnenswert, was hier gelungen ist, wenn wir zum Beispiel nach England schauen, was es da für Auseinandersetzungen auch gegeben hat. Ja, haben Sie völlig recht. In England war der krasse Gegensatz. Da hat man im Endeffekt den Steinkohlenbergbau unmittelbar abgewickelt, was zu Verwerfnissen in der Gesellschaft geführt hat. Und hier ist es gelungen, und das ist ein deutsches Erfolgsmodell, das sozialverträglich zu machen, solidarisch zu machen. Kein Bergmann fällt ins Bergfreie. Ein wichtiges Stichwort, ein wichtiger Wert auch an diesem Tag, an dem wir ja den deutschen Steinkohlebergbau verabschieden, hier auf Prosper Haniel mit dem Blick auf den Schacht, wo sich jetzt in wenigen Sekunden also der entscheidende Moment vollziehen wird. Das letzte Stück Steinkohle wird gleich übergeben und wir gehen wieder live in den Saal. Genau. Frank-Walter Steinmeier, Jean-Claude Juncker ist da, der Präsident der Europäischen Kommission. Bernd Tönnies ist mit auf der Bühne, der Vorstandsvorsitzende der RAG-Stiftung. Peter Schrimpf hier, Vorstandsvorsitzender des RAG-Konzerns. Und jetzt gleich ist es soweit, der
entscheidende Moment. Alle warten nun auf den Förderkorb. Das Signal ertönt. Mit auf der Bühne auch Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IGBCE, Armin Laschet, der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, und Barbara Schlüter, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Betriebsräte im RAG-Konzern. Und jetzt sehen wir Aktivität hier am Schacht. Jetzt sehen wir in wenigen Sekunden den Förderkorb mit den Bergleuten, die das letzte Stück Kohle übergeben werden an den Bundespräsidenten, an Frank-Walter Steinmeier. Alle halten hier in gewisser Weise den Atem an. Es ist mucksmäuschenstill. Alle sind ergriffen von diesem Moment, der nach gut 200 Jahren eine Ära beendet. Der deutsche Steinkohlebergbau geht heute hier zu Ende. 21.12.2018, 16 Uhr und 16 Minuten. Der Förderkorb wird erwartet hier am Schacht auf Prosper Haniel. Da oben sehen wir es mit dem Blick von außen. Die Räder drehen sich. Der Förderkorb trifft in wenigen Sekunden hier ein. Und jetzt sehen wir ihn hier ankommen, am Schacht, auf Prosper Haniel. Der entscheidende Moment steht kurz bevor. Wartet auf die Bergleute. Gemeinsam mit Peter Schrimpf sehen wir ihn hier, den Vorstandsvorsitzenden des RAG-Konzerns. Und da sehen wir auch schon im Förderkorb die Bergleute. Jetzt öffnet sich der Förderkorb. Und die Bergleute kommen an hier auf der Bühne am Schacht auf Prosper Haniel. Empfang genommen von Peter Schrimpf und dem Bundespräsidenten, von Frank-Walter Steinmeier. Begrüßt mit Applaus von den Ehrengästen, die diesen Tag hier begleiten. Und wenn wir in die Gesichter schauen, dann können wir sehen, was dieser Tag hier bedeutet für die Bergleute, die jetzt hier die Ehre, aber auch die Aufgabe haben, diesen Akt zu vollziehen, das letzte Stück Steinkohle zu übergeben. An diesen Mann hier, an Frank-Walter Steinmeier. Herr Bundespräsident, in wenigen Augenblicken halten Sie das letzte Stück deutscher Steinkohle in Ihren Händen. Für manche ist es ein Stück Kohle. Für Sie soll es ein Symbol für einen bedeutenden Teil deutscher Industriegeschichte sein. Für uns Bergleute war es unsere Welt. Danke. Jürgen Jakobait überreicht das letzte Stück Kohle an den Bundespräsidenten, an Frank-Walter Steinmeier, der das jetzt in Empfang genommen hat. Und sicherlich auch noch einige Worte jetzt an die Bergleute und die Ehrengäste richten wird. Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste und Ehrengäste, liebe Bergleute, das ist in der Tat mehr als ein Stück Kohle, das ist Geschichte. Und liebe Bergleute, ich weiß, für Sie, die Sie bis zuletzt dem Berg die Kohle abgerungen haben, kann das kein Tag der Feier sein. Es ist ein Tag der Trauer. Nicht, weil der Schacht geschlossen wird, das auch, sondern weil eine Epoche zu Ende geht. Es ist ein Tag der Trauer für Sie. Und das darf ich Ihnen versichern, das ist ein Tag, der viele Menschen in Deutschland bewegt.
Ein Tag, an dem sich viele erinnern, dass das am Anfang stand, des wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach 1945. Ohne Kohle und ohne diejenigen, die unter Tage dem Berg die Kohle abgerungen haben, wäre die Geschichte der Bundesrepublik, die Geschichte dieses Landes anders verlaufen. Das ist ein Stück Geschichte, was ich hier in den Händen halte. Aber wie Sie gesagt haben, auch ein Symbol. Ein Symbol für harte und schmutzige Arbeit unter Tage. Und ein Symbol, Sie haben die Fälle der letzten Tage gerade noch einmal erläutert. Auch ein Symbol der Gefahr. Und niemals waren sich Ihre Angehörigen ganz sicher, ob alle wieder gesund nach oben kommen würden. Und das ist ein großer Teil des Respektes, den Ihnen die Menschen entgegengebracht haben und entgegenbringen. Es ist ein Teil des Wohlstands dieser Republik. Und ich hoffe, dass das auch nicht vergessen wird in den revierfernen Gebieten Deutschlands, dass davon alle profitiert haben. Bevor wir jetzt gleich rübergehen und in eine weitere große Veranstaltung noch die Möglichkeit haben, das ein oder andere im Rückblick, aber auch mit einem Blick in die Zukunft zu würdigen, will ich hier den Bergleuten vor Ort sagen, dass ich Ihnen wünsche, dass die Zeit, in der Sie hier im Bergwerk noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt sein werden, nicht jeder Tag ein Tag der Trauer ist. Und dass das Sie hier gelebt haben, Zusammenhalt und Solidarität, ein Wert und ein Beispiel ist, was Sie an andere Menschen und hoffentlich nicht nur im Ruhrgebiet hier weitergeben. Wenn wir das halten, Zusammenhalt und Solidarität, dann ist mir mit Blick auf die Menschen hier im Ruhrgebiet, ihre Art und Weise anzupacken, ihr mutiger Blick nach vorn, dann ist mir jedenfalls um diese Region nicht bange. Glück auf. Glück auf. Die Worte des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier nach diesem historischen Moment. Er hat vor wenigen Minuten das letzte Stück deutsche Kohle in Empfang genommen, überreicht bekommen von Jürgen Jakubait nach der letzten Fahrt sozusagen hier. Und jetzt folgt Begleitung des Ruhrkohlechors das Steigerlied. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie sehr herzlich einladen, mit uns das Lied des Bergmanns, das Steigerlied, zu singen. Wir singen die ersten 6 Strophen. Die 7. und letzte Strophe soll den heutigen Abschluss vorbehalten bleiben. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet, schon angezündet. Das wirft sein Schein und damit so fahren wir bei der Nacht. Und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk, nein, ins Bergwerk, nein, ins Bergwerk, nein. Wo die Bergleut sein, die da gaben das Silber und Gold bei der Nacht, die da gaben das Silber und Gold bei der Nacht aus Felsenstein, aus Felsenstein. Der eine gräbt das
Silber, der andere gräbt das Gold. Doch dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, doch dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, dem sein sie hold, dem sein sie hold. Ade, ade, herzliebste mein, und da drunten im tiefen Finstern Schacht bei der Nacht, und da drunten im tiefen Finstern Schacht bei der Nacht, da denk ich dein, da schallet des Bergmanns Fuß bei der Nacht, dann erschallet des Bergmanns Fuß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. In den Augen. Das Steigerlied hier am letzten Tag in der Geschichte der deutschen Steinkohle. Bewegende, ergreifende Momente, Gänsehautmomente. Professor Melchers, eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung, eine sehr wehmütige Veranstaltung. Lassen Sie uns trotzdem einmal kurz nach vorne schauen. Dieser Abschied, der nach vielen, vielen Jahren heute endet, birgt er auch Chancen für die Region, für das Ruhrgebiet? Ja, in jedem Fall. Und ich bin der festen Überzeugung, dass eine gute Zukunft vor uns liegt. Wir haben diesen Abschied sehr lange gezogen und das war gut so. Und jetzt ist auch gut, dass der Abschied vom Abschied stattgefunden hat. Ganz Deutschland verneigt sich vor den Errungenschaften der Steinkohle. Und jetzt haben wir den Blick frei, nach vorne zu gucken und die Region zu gestalten. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Steinkohle Wahrzeichen dieser Region bleibt und dass wir gemeinsam die Sachen anpacken, die das Ruhrgebiet, die Deutschland nach vorne bringen. Und da ist wahrscheinlich auch diese Mentalität wichtig und gefragt, die man gerade mit dem Bergbau, mit den Bergleuten assoziiert. Genau richtig. Der Bergmann hat eine ganz spezielle Problemlösungskompetenz, weil er unter Tage eben immer auf sich angewiesen war. Und genau die müssen wir transportieren, um die Probleme, um die Aufgaben, die wir haben, anzupacken und für diese Aufgaben Lösungen zu finden. Also eine optimistische Einschätzung von Professor Christian Melchers von der Technischen Hochschule Georg Agricola. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben an diesem denkwürdigen Nachmittag. Wir haben hier den ersten Teil des Festaktes gerade live gesehen. Es wird weitergehen im Festzelt nebenan bis zum Abend. Und das können Sie natürlich auch weiterverfolgen hier in Ihrem WDR-Fernsehen. Wir verabschieden uns jetzt von Prosper Haniel und werden natürlich den weiteren Verlauf dieses Abschiedstages, dieses denkwürdigen 21. Dezember 2018 weiterverfolgen. Danke für Ihr Interesse. Das letzte Stück Steinkohle ist übergeben worden an Frank-Walter Steinmeier, den Bundespräsidenten. Die Feierlichkeiten gehen hier weiter. Wir schauen jetzt auf die Bilder dieses bewegenden Tages und sagen Tschüss und Glück auf und Prosper Haniel in Bottrop. Und sehen Sie noch nicht die Bilder des Tages, die gleich eingespielt werden. Danke, Professor Melchers, nochmal. Wir werden die Feierlichkeiten weiter begleiten und schauen jetzt gleich, ob wir sie Ihnen noch zeigen können. Die Bilder des Tages vom deutschen Steinkohlebergbauabschied, 21. Dezember 2018 hier in Bottrop. Wir haben es gerade Ihnen live zeigen können. Sie haben es miterleben können hier, diese denkwürdige Veranstaltung direkt am Schacht hier auf Prosper Haniel, als das letzte Stück deutsche Steinkohle sozusagen überreicht wurde. Danke für Ihr Interesse.